Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Die letzte Episode dieses Projekts. In der letzten Folge haben wir Sephiroth erledigt und wir stehen jetzt vor dem letzten optionalen Boss. Und ja, einige Änderungen. Ich habe jetzt nur Finalelixiere mitgenommen, weil die ganze Truppe kämpft diesmal mit. Und ja, boom, ich habe immer noch Ultima ausgerüstet. Wir sind immer noch im letzten Spielstand, wo ich auch gegen Sephiroth gekämpft habe. Ich habe die Ausrüstung mal so ein bisschen geändert, dass ich mehr so auf Verteidigung anstatt auf Angriff bin. Und ich mein Angriff jetzt irgendwie so durch 3 oder 4 Punkte jetzt gesenkt wurde. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt ohne Umschweife in den letzten Kampf rein von diesem Projekt, von diesem Spiel. Suddenly Beast. Da haben wir einen der Kapuzenträger aus diesem Secret Ending. Ah, du scheinst auch besonders zu sein. I am Sam. Der Name klingt vertraut. Du erinnerst mich an ihn. What's that supposed to mean? Soll heißen, du bist nicht ganz. Du bist unvollständig. Erlaube mir. Deine Stärke zu testen. Foreshadowing. Ja, wer ist das? Offiziell bekannt als Unbekannter. Werden wir später erst herausfinden, wer diese Person ist. Und er hat Lichtschwerter. Ja. Allgemein finde ich den Kampf aber ein bisschen einfacher als Sephiroth. Weil hier kann man, glaube ich, ein bisschen mehr Angriffe spammen. Wenn ich mich nicht irre. Außerdem hat man hier eine ganze Truppe. So, merkt euch mal dieses Musikstück. Das werden wir auch nicht zum letzten Mal hören. In der Kingdom Hearts Serie. Ja, das war schon sehr gut. So konzentriert er sich nicht nur auf mich. So, jetzt könnte er gefährlich werden. Ja. Ich habe den Angriff irgendwie vergessen. Wie war ich mal den? Okay, man konnte Dingens im richtigen Moment befreien drücken. Das ist auch echt der einzige Angriff, wodurch man frecken kann. Aber konnte ja nicht unter 10 Minuten sein diesmal, ne? Boah, ne, jetzt muss ich schon wieder Dingens ändern, ja. Ja, ich tue jetzt nicht schon wieder die Ausrüstung ändern. Hallo? Einfach sogar gespeichert davor. Beispiel Laden gemacht, verdammt. Ja, jetzt haben wir wieder offensive Klamotten. Sind sowieso mit 3, 4 Schlägen weg, also macht da keinen Unterschied. Weiter im
Kampf Nummer 5. Unbekannter. Vielleicht nicht schlecht sein, auf Angriff zu sein. Ja, ich weiß, du kannst den Angriff. Ist jetzt gut. Ich weiß gar nicht, ob man die überhaupt bringt. Kann aber schon mal so viel sagen, für die, die jetzt nicht wissen, der Typ ist einer der Typen, die auch im Secret Ending ja vorkam. Ja, damit wollte er mich wieder fangen. Habe ich neulich von diesen einen angefangen lassen. Ich weiß nicht, ob man die Angriffe zurückschlagen kann. Ne, kann man nicht. Hat der eiskalt das Ziel gewechselt, als ich geblockt habe? Oh. So. So schwer ist er eigentlich. Der lässt sich voll auf treffen eigentlich. Und er lässt jedenfalls oft zu, dass man ihn trifft. Aber ja, wegen so Angriffe, diese befreien Sache, kann schon wieder nervig werden. Ich muss nur wissen, wann er mit diesem Angriff macht. Warum messet er jetzt die beiden wieder? Ja, die werden wir auch noch schaffen. Wir haben alle geschafft. Dann werden wir ihn auch schaffen. Oder sie. Ah. So. Nicht zu hastig. Ah, tun wir mal Donald wieder beleben. Das ein oder andere Vigra könnte ich gebrauchen. Da, hier kann man den zum Beispiel treffen, obwohl das eigentlich nicht so gedacht ist, habe ich das Gefühl. Aua. So. Kommt das ja auch noch. Ich glaube, das ist der einzige Angriff, den der unserer nächsten Begegnung nicht einsetzt. Wenn auch immer die sein wird. Bams. Oh. Jetzt verreck ich, ne? Ja. Spiel schon laden. So. Ich schon wieder ändern muss. So ein Trick. Ach. Okay, jetzt aber. Ich hab so ein Gefühl. Okay. Sollte ich vielleicht auch mal einsetzen, die Dinger. Boah. Ich ganz vergessen. Hätte mich Donald vielleicht mal hier und da mal heilen können. So, Versuch Nummer 3. In Kingdom Hearts 2 wird das sowieso schlimmer mit den optionalen Bossen. Da wird es mit 3 Versuchen wahrscheinlich nicht klappen, wenn ich das jetzt hier schaffe. Come on.
weil die Gegner da werden richtig nervig. Dafür geht auch nicht los. Er lässt sich ja die ganze Zeit treffen, das ist ja gut. Bams. Geht ja. Jetzt mal wieder in den Kampf. Oh. Oh, ich bin immer noch. Ich bin spannend. Als ich runtergegangen bin, boah. Ich bin runtergegangen, als das Ding hochgegangen. Bin ich hochgegangen, als das Ding wieder runtergegangen. Oh Mann. Okay, ist der letzte Part, kann ruhig ein bisschen länger sein. Ein paar mehr Versuche, ein paar Fails. Oh Gott, was habe ich gesagt? Der ist einfacher als Sephiroth. Bin ich eigentlich irre? So, nochmal. Diesmal habe ich's. Habe ich nur nicht von dem Dreck treffen lassen. So, am besten nicht so nah im eigenen an ihn herangehen. Als ob ich mich daran halte. Schon gehe ich wieder volle Möhre auf ihn los. Hab noch keinen Kratzer komischerweise. Ja, der Teil, der hat Evolution an. Ich war nicht in meinem Spielstand. Im Let's Play Spielstand. Geh weg. Ich muss mal erkennen, wann der das macht. Wenn man ja wohl irgendwie ausweichen kann, den Angriff. Irgendwie. Fand ich einfach bei jeder Gelegenheit. Naja. Oh. So. Ich hatte ihn noch beim letzten Mal beinahe. Beim vorletzten Mal, meine ich. Au. Ja, du Sith Lord. Hast du vorausgeahnt, dass sich Star Wars mit Disney zusammentut, oder? Er hat es vorausgesehen. Naja. Ich halte mich jetzt immer auf voller AP. Ah. Warum ist denn das nicht aufgetaucht? Er taucht gar nicht auf manchmal. Aha. Wenn ihr meine Augen sehen könnt, mein Gesichtsausdruck, wenn ich auf das Cut-Ding drauf gucke. Gibt's doch nicht. Er hat sich gar nichts geändert, ey. Nur wegen dem Cut-Ding verreck ich. Gibt's doch nicht. Ein bisschen doof. Vor allem sind die immer beide gerade K.O. Wenn ich von dem Ding erfasst bin, weil die könnten mich ja mal heilen, wenn ich dazwischen bin. Ich auch mal drauf achten. So, nochmal. Versuche mal 5. Leck mich. Irgendein Grund kann
Donald hier viel mehr aushalten als mein Spielstand. Leck mich doch am. Alter, was gibt's hier? Kannst du mal damit aufhören? Boah, jetzt hört er gar nicht mehr damit auf. Verstehe, du bist jetzt gerne den angefallen. Ja, jetzt wurde ich zum Beispiel nicht getroffen aus diesem Grund. Kannst sehr schön tanzen. Kann mich jetzt einfach durchgehen. So, ihr verreckt mir jetzt nicht wieder. Ja, ich wusste es. So. Habe ich auch noch Schaden bekommen, ne? Während ich gefesselt bin von dem Ding. Ja, schon so Kingdom Hearts 2 mäßig, was. Werd irgendwann verstehen, was ich damit meine. Und nichts, was man hier nicht die Hartnäckigkeit schaffen kann. Ja, komm mal näher. Oh Mann. Boah. Nein, ausgerechnet jetzt. Ich hasse diesen Angriff. Komm her. Komm her. Hier. Hier, was ist das? Ganz komischerweise werden sie den Angriff treffen. Mein Konter. Stell ich mal den ganzen Kampf ohne Esprit vor. Also voll die Hölle. Wie das ist, Tech bei ihm? Der hat noch nicht seinen Ultimate-Angriff eingesetzt, hä? Komm her. Oh, jetzt aber. Ich muss das ja ansprechen, ne? Paar P krieg ich auch noch weg. Ha! Ich habe mich geheilt und der konnte mich deswegen nicht angreifen mit den Dingen. Er wollte schon wieder seinen Befreiungsdingen machen. Ah, oh, ich habe wieder. Naja, jetzt bist du dran. Mir gefällt meine Mitstreiter hier wieder. Warte. Ich konnte dich jetzt kaputt. Hey, du setzt jetzt nochmal diesen Trick jetzt gleich an. Naja. Nein, mach dir den noch. Ah, kein Kratzer. Nein!
Und jetzt gehe ich drauf, ne? Da kommt auf mich zu. Ich glaube, da bleibt irgendwann stecken irgendwo, ne? Ja, komm her. Mach. Ein paar Kratzer, ne? Da ist dran. Komm her. Komm her. Komm her. Und weggesagt. Buff. Sith Lord my ass. Oh, 20 Minuten noch gefüllt. Beim fünften Versuch. Oh Gott. Oh mein Gott, ich wurde besiegt. Nicht. Beeindruckend. Das wird unterhaltsam. What are you talking about? Es übersteigt dein Verständnis. Noch. Bis wir uns wiedersehen. Wait, what are you? Ich bin... nur eine leere Hülle. XP-Kette halten, ja genau. Hans im Bericht Nummer 13. 13? Hm? Ja. Und das war's dann mit diesem Projekt. Würde ich sagen. Wer von dem Kampf abzieht, ziemlich unspektakulär hier. Das Ende. Gucken wir uns mal die XP-Kette an. Die wir jetzt natürlich sehr brauchen. Ja, super. Um wen es sich bei dieser Person handelt, die nur als Unbekannter verzeichnet ist. Gucken wir ja mal nach. Oh. Ich habe alles, okay. Fragezeichen. Eine mysteriöse Figur, die in Holobestien aufgetaucht ist. Ja. Eine der Figuren, die auch im Ending vorkamen. Was hat es mit diesen Leuten auf sich? Warum hat die Person, die so aussieht wie Rico, auch so einen Mantel angehabt? Das werden wir vielleicht im nächsten Teil erfahren, in Chain of Memories, welcher nach diesem Projekt folgen wird. Ja, okay. Was muss ich zu diesem Spiel sagen? Ja, Kingdom Hearts, einen meiner absoluten Lieblingsspiele, Serien, Kingdom Hearts 1 auch. Dementsprechend kann ich da nichts Besonderes sagen. Kann ich wahrscheinlich erst, wenn ich die gesamte Serie Let's Played habe. Geniales Spiel, kann ich noch über jedem weiterempfehlen. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Wer dem nicht zustimmt, der liegt einfach falsch. Ja, okay, dann würde ich das Projekt hier beenden. Und wir sehen uns dann in Kingdom Hearts Re-Chain of Memories wieder. Das weiß ich nicht, vielleicht einen Tag danach direkt auftaucht oder irgendein anderer Tag, was weiß ich. Habt ein bisschen Geduld, okay? Dann sage ich dann tschüss, bis zur nächsten Folge und aller herzlichsten Dank fürs Zuschauen dieses Projektes. Tschüss.